Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Ja, nach wie vor ist es Winter, es ist bitterkalt. Wir waren beim Plündern mit dem guten Anton und haben einiges gefunden an schönen Dingen. Munition, ein bisschen Medizin, Krimskrams, Brennstoff, was zu essen, Zucker. So, und der Queta geht's offenbar nicht gut. Sie könnte ein paar Tabletten vertragen. Offenbar ist sie jetzt wirklich krank. Die gute Queta, das sehen wir natürlich nicht gern. So, lieber Anton, du legst dich mal ins Bett, bitteschön. So, wir haben plus 10 Grad bei uns in der Bude. Da ist die Queta, krank, erholt sich. Also, Queta, pfeifst dir mal ein paar Tabletten rein. Leicht verletzt ist sie auch noch. So, und Kollege Marin, hungrig, leicht verletzt, traurig, immer noch traurig. Der hat's ja, den hat's ja schwer erwischt, den guten Marin, ne? Dürfen wir nicht vergessen, der war ja zu Tode betrübt nach seinen Attentaten, die er gemacht hat, ne? Also Attentaten, die zwei Morde, die er gemacht hat, in unserem Auftrag. Wir sind schuld. Beziehungsweise ich bin schuld, weil ich habe ja den Marin quasi gesteuert in dem Moment. Und habe dieses Pärchen ermorden lassen, aber auch bloß, weil sie, ja, mei, ihr wisst warum, ne? Sie haben Katja auf dem Gewissen. Auge um Auge, ich denke, da ist jetzt mittlerweile genug diskutiert. So, Dünger. Sollen wir da einen Dünger opfern? Eigentlich können wir einen Dünger opfern. Ja, können wir, weil wir haben ja das Gemüse da unten schon am Start. Das wurde gemacht. Also brauchen wir, denke ich, erstmal keinen Dünger mehr. Und wir kriegen da 8 Gemüse raus. Das ist ziemlich viel, denke ich. Das sollte passen. So, jetzt gehst du da runter. Und du hast bitte nochmal, wie viel Brennstoff haben wir denn? 16. Okay, 16 Brennstoff. Das Wasser hebe ich mir mal noch auf, weil wir haben auch keinen Filter mehr. Ich könnte eigentlich nochmal was bauen, ne? Aber das mache ich dann mit dem Marin. Oder Marin, besser gesagt. Nicht Marvin, sondern Marin. So, und jetzt legst du dich bitte wieder hin und wirst hoffentlich bald gesund, liebe Queta. Weil ich möchte jetzt schon eigentlich die Truppe hier auf jeden Fall durchbringen. Wir haben ja gehört im Radio, ne, die Friedensengel, in Anführungszeichen, sind unterwegs. Es ist jemand an der Tür, na nu? Ich hätte da etwas für dich. Ja, was denn? So, Marin, auf geht's, komm. Er macht sich Sorgen um Queta. Ja. Ist schon versorgt, die gute Queta. Keine Angst, Marin, es ist alles in der Mache. Wir werden nicht noch jemand verlieren. So, dann mach mal auf hier. Quatsch mal mit dem. Hallo, du bist neu hier, oder was? Ja, da bin ich gespannt. Jetzt erzähl uns mal was. So, könnt ihr mir bei einer Sache helfen? Hallo Nachbar, du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als das noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, können wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Also plündern, das... Oh ja, Moment. Ja. Das ist die Frage. Bleib mal kurz stehen. Warte mal noch kurz einen Moment. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas bauen will. Wir haben ja Material. Muss ich hier noch irgendwas... Eine zweite Rattenfalle vielleicht, oder? Nee. Hm. Einen zweiten Ofen brauchen wir, denke ich, nicht. Das Ding, das ist doch auch eine ganz verstärkte Tür. Also ich glaube, das haben wir nicht gebraucht, eine verstärkte Tür. Soll ich vielleicht eine zweite Rattenfalle noch bauen? Dann würden wir garantiert noch... Ja komm, ich baue noch eine. Dann würden wir garantiert noch ein bisschen mehr zu beißen kriegen. So, wo kann ich sie platzieren? Nirgends hier unten im Keller. Da kann ich sie auch nicht platzieren. Hier oben hat sie auch nicht... Da hat sie Platz. Schmeißen wir sie dahin. Auf geht's. So. Marin, bisschen schneller bitte. So. Aber ich glaube... Mit wem gehe ich da mit? Soll ich mit dem Anton mitgehen? Der Marin ist traurig. Das... ich weiß nicht. Ich glaube, das möchte ich ihm nicht antun. Und die Queta ist krank. Möchte ich auch nicht. Ich glaube, da bleibt bloß der Anton übrig. Ja komm, Anton, du gehst mit. Auf geht's. Hungrig, leicht verletzt, ja. Du machst es, Junge. Du bist unser Mann. Auf geht's. Anton geht mit. Und er fürchtet, dass es Queta nicht doch... Es wird der Queta besser gehen. Glaub mir, Marin, glaub mir, wir kriegen's hin. Wir kriegen dorthin.
So, du gehst doch mal hier ein Häppchen essen, bitte. Hans ist noch da, also rein damit. Das reicht erstmal. So, schau mal, ob du Gitarre spielen kannst. Oh. Okay, nein. Danke. Es ist recht kühl hier drin, findest? Oh ja, tatsächlich. Ist er schon wieder hier. Das Material geht raus wie nix, ne? Also dann komm hier, leg mal einen nach. Dann soll es hier wieder sich die... Jawohl, dann ändert sich die Farbe wieder, das passt. Komm, wir legen noch einen nach. Ach, das geht gar nicht. Es ist nicht notwendig, mehr zu verfeuern, okay? Also maximal kann man wohl 6 Brennstoff da reintun. So, schauen wir nochmal kurz unsere Waren. Waren, ja. Unser Zeug durch. Wir haben eine Knarre, wir haben 17 Schuss. Wir haben ein bisschen Geklimper hier. Axt. Die ist bald kaputt. Brennmaterial ist nicht mehr so dolle. Will ich da noch irgendwas herstellen? Kann ich das Ding aufwerten eigentlich? Schauen wir mal. Nein, da fehlt Material. Okay. Und was kann ich basteln hier noch? Ich könnte noch mal eine Axt machen. Für den Fall der Fälle. Ein Sägeblatt. Ja, das wird mal... Ich weiß nicht, Sägeblatt, das mag ich irgendwie nicht. Brechstange, Axt. 4 Waffenteile. Das würde gerade aufgehen. Dietrich. Schaufel. Moment, das Zeug hier können wir nicht herstellen, ne? Helm. Brauchen wir so einen kaputten Helm? Ich mache mal einfach mal auf Verdacht nochmal eine Axt, weil ich glaube, das muss er noch brauchen. So, Queta, wie geht's? Immer noch krank, leicht verletzt, erholt sich. Ja gut, die wird's schon schaffen, denke ich. Gehe ich mal von aus. Er ist auch leicht verletzt und traurig. So, ja, dann gehst du auch nochmal eine Runde pofen. Oder dich erholen, besser gesagt, ne? Und dann machen wir hier Schluss mit diesem Tag 31 und begeben uns in die Nacht. Die Queta bleibt auf jeden Fall im Bett, wenn sie krank ist. Wo können wir noch hin? Scharfschützenkreuzung, das klingt so gefährlich, das klingt so verrückt. Hier gibt es gute Stellen für Scharfschützen, wenig Deckung, viele erschossene Zivilisten. Wir können hier wertvolle Sachen finden, aber es ist sehr riskant, ja, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt Pavel noch hätte, der schnelle Läufer, der war ja schnell und flink und wendig, vielleicht mit dem wäre es wahrscheinlich gut gegangen, aber mit... Nee, die sind verletzt, die sind langsam, könnt ihr vergessen, die sind ein leichtes Opfer. Militärstützpunkt. Menge Lebensmittel, Medikamente, Teile, möglicher Handel, ja. Wir haben, glaube ich, nichts zum Handeln, ne? Nee, also plündern bleibt aus, wir bleiben im Bett. Das erste Mal, glaube ich, dass wir zu Hause bleiben, Tag 32. Ach Gott, und die Plünderer kamen, super. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie haben es wirklich ernst gemeint, aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren alle bewaffnet. Marin wurde verletzt, es wurde nichts gestohlen, 2 Munition verbraucht. Marin hat eine tiefe Wunde, wir brauchen Bandagen. Eieiei. So, ja gut, dann pass auf. Und das gleich mal hier bitte verbinden. So, Queta ist hungrig, leicht krank, leicht verletzt. Okay. Und hier kommt der Anton. Hungrig, leicht verletzt, müde. Sehr gut, so. Marin ist versorgt, leicht krank. Dann nimmst du mal hier diese komischen Tabletten. Diese komischen Dinger, die helfen hoffentlich, wenn man leicht krank ist. Hoffe ich jetzt mal. Traurig ist er immer noch. Ja, komm, da tun wir hier nach unten noch bitte nochmal ein bisschen Holz nachlegen, wenn es geht. Es wird jeder Tag, mit jedem Tag schlimmer. Ja. Wie viel Brennmaterial? 10. Okay, 10 denke ich, ist in Ordnung. So, dann legst dich wieder hin. Also man merkt schon hier zum Schluss, es ist ein Rumgehänge, ein Rumgeliege. Ich blute aber nur ein bisschen. Okay. Oh, 8 Gemüse. Hurra. Super.
Jetzt geht was, Freunde. Jetzt geht was. 8 Gemüse. Geil. Super klasse. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich da jetzt noch irgendwas anpflanzen? Kräuter. Okay, also ich kann mit einem Gemüse kann ich einen Dünger machen. Dann mache ich zwei Dünger. Jawohl. Super. Das ist ja ein richtiger Selbstversorger hier dann plötzlich, wa? Ja, mit dem Dünger kann ich wieder die Fallen befüllen, dann kriege ich wieder Schenkelchen. Das einzige Problem ist Wasser. Wobei, so ein Problem ist es jetzt auch nicht mehr, gell? Wir holen noch ein bisschen Schnee. Wir müssen bloß auf Brennmaterial aufpassen. Plus 15, ja. Tag 32, 5 Brennmaterial im Ofen. Jetzt ist immer noch plus 15, also vorhin haben wir noch 6 Brennmaterial gebraucht. Hol mal 2 Schnee. Ach ja, einen Filter brauchen wir auch noch zum Wasserfiltern, ne, wenn wir es abkochen. Wobei das eigentlich unlogisch ist. Wenn man das Wasser abkocht, braucht man doch keinen Filter mehr, hätte ich jetzt gesagt. Aber, na gut. Wer bin ich, dass ich hier über die Logik des Spiels philosophiere? So, hungrig, leicht verletzt, müde. Mhm. Ja, dann koch doch mal was Hübsches. Da brauchen wir einen Filter. Da machst du mal... Ja, das volle Programm. 6-mal Essen. Geil. 6-mal Essen, Freunde. Und wir haben noch 3 Gemüse übrig. 2 Wochen hieß es, dauert es, bis die Friedenstruppen da sind. Oh mein Gott. Ja, das wird lustig, glaube ich. Das wird lustig. Hoffentlich ist der Winter bald vorbei. Da. Dann können wir in die... Ah na, okay, jetzt wird es auch kälter. Dann können wir hoffentlich bald wieder in die anderen Gebäude der Stadt. Hm. So, dann ist doch mal was hier. Guter Anton. Das reicht erstmal. Genau, so, dann legst du noch einmal Feuerholz nach. Und dann war es das für heute vermutlich auch schon wieder. So, du tust bitte noch Filter herstellen. Du darfst ins Bett gehen, Anton. Und Maren wünscht, er hätte die Stadt verlassen. Tja. Frommer Wunsch. Andere haben es geschafft. Jetzt kann ich gar kein Wasser abkochen, solange hier noch das Essen ist, ne? Der Magen knurrt, ja. Haben wir noch Zucker? Haben wir noch. Wir könnten noch einmal Alkohol machen. Wäre auch noch eine Idee, ne? Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Endlich mal ein positiver Spruch von dir. Die Hoffnung stirbt zuletzt bei uns. So, Wasser haben wir keins. Okay, wir können doch nichts machen. Und Wasser kriegen wir aktuell nicht, weil wir hier den Ofen nicht nutzen können, weil da von Fall Essen drauf ist. Okay, schwierig. Blöd. So, dann gehst du jetzt ins Bett. Die Queta erholt sich immer noch. Und wir beenden den Tag. Mal wieder. So, verletzt und leicht verletzt und müde. Hungrig, leicht verletzt, leicht krank, leicht krank, leicht verletzt. Ja. Dann gehen wir halt mal plündern. Es hilft nichts, wir gehen zur Baustelle. Dürfen wir uns nur nicht erwischen lassen. Auf geht's, Anton. Was nimmst du mit? Ja, nimmst du die Axt mit? Das Militär patrouilliert hier. Also hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Hier dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Vor dem Krieg wollte ich hier eine Wohnung kaufen, tja. Das war früher. So, auf geht's. Baumaterial. Okay, könnten wir zur Not benutzen für Brennstoff zum Verfeuern. Okay, ich sehe nichts.
Er weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber du weißt, wer da runterkommt, oder? Eben. So, ich zoome mal ein bisschen raus, dass ich ein bisschen mehr sehe. Nochmal Material. Also bislang nur Zeug zum Bauen. Das Treppenhaus scheint frei zu sein. Da drüben ist was. Da oben ist ein Versteck. Man kann sich hier verstecken. Okay, das wird nicht... Ja, da oben ist Bewegung. Leise Schleichen, okay. Aufpassen, Anton. Wir werden ihn von beiden Seiten nehmen. Von beiden Seiten? Okay. Tschüss. Bewegung jetzt. Oh oh. Das kann mir nicht recht sein. Das kann mir nicht recht sein, Freunde. Da komme ich nicht hin. Oh mein Gott. Achso, da, okay. Denkfehler von mir. So, jetzt pass auf. Irgendwo bewegt sich da gerade was. Ich habe was gehört. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Jetzt fange ich schon zu halluzinieren an. Was haben wir hier? Auf einem zerrissenen Flyer mit dem Titel Erklärung steht: Wüseni sind hier in unserer alten Hauptstadt zu Hause und wir werden uns die Unterdrückung nicht länger gefallen lassen. Die Republik Wüseni, Wüsena, nicht Wüseni, Wüseni ist dann die Mehrzahl, sind die Leute, die da leben, okay? Mit Hauptsitz in Pokoren und folgenden Grenzen gemäß dem Vertrag von bla bla, scheiß auf all eure Verträge und Erklärungen. Sehr nett. Kann man hier nach Hause gehen? Nein? Okay, also kein Fluchtweg in diese Richtung. Ja, wir müssen die Uhr im Auge behalten. Das kann nämlich auch gefährlich sein. So, aber die Leute sind nicht da. Noch ist uns keiner auf den Fersen, das heißt aber nichts. Das wissen wir. Achso, wir sind ja eh randvoll, mein Gott. Da kann ich ja nicht heimgehen, ne? Ja, eigentlich kann ich heimgehen. Ist total übrig. Da klettert er, der gute Anton. Den alten Mann quäle ich hier durch die Baustelle. Aber da oben waren Leute. Bloß da habe ich mich jetzt irgendwie nicht hingetraut. Die waren zu zweit und wahrscheinlich auch bewaffnet. Und vor allem, was will ich da oben? Was sollte ich da wollen? Eigentlich brauche ich da oben nichts mehr. Ich will ja bloß in Ruhe gelassen werden. Ich will bloß mit meiner Truppe überleben. Mehr will ich gar nicht. So. Wir sehen hier aber auch nichts. Nee, also die haben sich hier irgendwo verschanzt. Da ist noch was zum Looten. Vermutlich hier oben auch. Aber gut, Freunde, der Anton hat es geschafft. Wir sind zurückgekommen in unsere kleine Ruine. Ja, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen, weil ich schon gedacht habe, jetzt vermeier ich wieder irgendwas und der nächste von unserer Truppe beißt ins Gras. Nein, so ist er, so weit ist es zum Glück nicht gekommen. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Anton ist in einem Stück wieder zu Hause. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge hier bei Let's Play This War of Mine und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Bis dann!